Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Haul. Nach langer Zeit mal überhaupt ein Video wieder bei mir auf dem Kanal. Und zwar ein Drogerie-Haul. Denn das Baby braucht ja einiges aus der Drogerie. Ich war ganz froh, eigentlich aus der Zeit raus zu sein, so mit Windeln kaufen, Feuchttücher. Aber ihr werdet sehen, was man alles so braucht. Ich mache das immer so kurz vor der Geburt, dass ich einmal alles komplett einkaufe, was ich brauche fürs Wochenbett und für die Geburt und ja. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Also nehmt euch vielleicht einen Zettel und einen Stift, falls ihr euch so eine kleine Liste macht. Dann ist wirklich eigentlich alles dabei, was man braucht. Es ist ziemlich heiß heute, aber die Sachen stehen jetzt schon seit ein paar Tagen und ich wollte sie euch unbedingt zeigen. Deswegen lege ich jetzt direkt los. Das erste, was ich gekauft habe, gleich dreimal, sind von DM Reinigungswattepads. Die finde ich super und nach zwei Kindern habe ich wirklich mich in die verliebt. Was die Reinigung angeht, ich nehme manchmal auch Waschlappen. Am Anfang sind diese Reinigungswattepads sind halt mega groß. Echt super, gerade wenn man unterwegs ist. Ich habe die mal einfach nass gemacht und in so eine flache kleine Brotdose reingepackt. Das war super. Und für den Anfang, ja, die werden auf jeden Fall, glaube ich, wöchentlich oder so nachgekauft, je nachdem, mal schauen. Kann ich euch auf jeden Fall empfehlen für den Popo. Dann auch dreimal Erstlingswindeln, beziehungsweise halt die Einserwindeln. Und da bin ich einfach immer Fan von Pampers. Ich habe ein paar von Hip zur Probe, die werde ich auch nochmal testen, ob die besser sind. Aber die finde ich immer schön weich, die haben halt diesen gelben Strich, dass man weiß, die Windel ist voll, wobei man das eigentlich auch selber merkt. Genau, und die sind von 2 bis 5 Kilo. Und gerade weil wir Mädchen kriegen und die nicht so groß sein soll, ist die 1er-Größe super. Die 2er-Größe wird aber auch ziemlich schnell einziehen. Also Louis hat fast von Anfang an zum Beispiel schon die 2er gehabt. Ja, ich bin gespannt. Was ich auch immer gerne am Wickeltisch stehen habe, sind einfach normale trockene Kosmetiktücher. Wenn der Popo noch ein bisschen nass ist, dann klopfe ich den damit so ein bisschen trocken. Und dann kann man schnell die Windel wieder zumachen. Finde ich sehr, sehr praktisch, auch wenn sonst irgendwas ist. Dann habe ich jetzt erstmal nur ein Paket Wickelunterlagen geholt. Ich finde die von Baby Love super. Die haben immer ein schönes Motiv. Es ändert sich zwischendurch auch immer mal. Da sind 10 Stück drin. Und die lege ich mir einfach auf den Wickeltisch oder habe eine für unterwegs dabei. Da brauchte ich immer nie so eine feste gefaltete. Ich fand das immer praktischer, wenn da wirklich was drauf geht, kann man sie dann wegschmeißen. Und ja, kann ich euch sehr empfehlen. Und dann müsst ihr mal schauen, bei DM und bei Rossmann gibt es eine App. Also es gibt eine App und da kann man immer Coupons sammeln und oder ja benutzen. Da gab es zum Beispiel jetzt eine Feuchttuchpackung umsonst. Genau. Und die hatte ich nämlich noch nicht. Ich habe mich sehr gefreut. Und ja, braucht man auch immer am Wickeltisch. Gerade wenn man dann mit Feuchttüchern anfängt. Ich habe ziemlich schnell damit angefangen, weil es wieder noch ein bisschen zu nervig war mit dem Wasser. Und das war auch super für den Popo. Dann habe ich hier zweimal Windelbeutel. Auch von Baby Love. Die riechen immer ganz angenehm. Ich wollte nämlich hier im Schlafzimmer keinen Wickeleimer haben oder Windeleimer. Ja, weil es ist halt ein Schlafzimmer und... Am Anfang geht es ja noch, aber dann wird es ja schon ein bisschen heftiger mit dem Geruch. Und deswegen Windelbeutel einmal für unterwegs und einmal für zu Hause, dass wir das dann einfach fast schon mal in den Müll schmeißen können. Ja, finde ich immer sehr praktisch. Und zum Thema Stillen habe ich jetzt natürlich einmal Stilleinlagen, die ich eventuell benutze, aber vielleicht auch nicht. Denn ich habe was zugeschickt bekommen, was mich sehr, sehr überzeugt hat und ich möchte euch davon berichten, ob es klappt, weil dann braucht man diese Dinger nicht. Aber wenn es am Anfang doch sehr, sehr doll läuft, sind die natürlich sehr praktisch. Dann nehme ich immer einfach irgendwas Günstiges, muss man sich ein bisschen durchfuchsen, was einem am angenehmsten ist und ja, ich finde die ganz gut. Die sind von Rossmann und ich wurde so oft gefragt, von welchem Stilllicht ich immer spreche und das ist dieses hier von Rhea. Das ist so eine Lampe, die hat so eine Klammer dran und die kannst du überall dran klippen, was sehr praktisch ist, weil die hat ein super angenehmes Licht. Also wenn man nachts Licht anmacht, wird man nicht sofort geblendet, sondern es ist wirklich richtig schön angenehm. Ich hatte es halt schon und Mila hat es mir geklaut und es steht jetzt in ihrem Zimmer als Nachtlicht. Und deswegen habe ich mir ein neues geholt, das kostet nur 6 Euro ungefähr. Ich verlinke es euch mal unten. Ja, und ich finde es halt mega praktisch, wenn man dann doch nachts zum Wickeltisch vielleicht gehen muss. Oder dann kann man das halt überall festklippen und weckt nicht das ganze Haus. Finde ich sehr praktisch. Und dann natürlich diese Sicherheitswattestäbchen.
Die benutze ich bis heute noch bei den Kindern. Nicht zu oft, soll man ja auch nicht. Aber Babys haben dann doch schon mal ganz schön schmutzige Ohren und dann sind die natürlich super. Dann habe ich mir einen Stilltee geholt von Babylove. Das ist eine Kräutermischung mit Anis, Fenchel, Kümmel, Melisse und Zitronenverbene. Und genau, sind 20 Stück drin. Ja, Stilltee, wenn man stillen möchte, braucht man auf jeden Fall. Der wird hier bei mir jetzt schon teilweise getrunken. Dann nehme ich aber einfach immer von Messmer den ganz normalen Fenchel, Anis, Kümmel. Könnt ihr auch nehmen, aber ich wollte ihn jetzt einfach mal testen. Riecht sehr gut. Dann bin ich für Babys ein großer Fan von Weleda. Da habe ich jetzt erstmal nur die Pflegecreme genommen. Die schützt und pflegt intensiv für Körper und Gesicht. Und ja, finde ich sehr gut. Für den Anfang ist halt ein Naturprodukt und hat bei den anderen beiden immer gut geholfen. Und deswegen habe ich die wieder gekauft. Auch da gab es Coupons zu. So, dann habe ich nochmal ein paar Feuchttücher mitgenommen. Das sind diese flacheren Packungen von Babylove. Die finde ich immer sehr praktisch. Ich habe nämlich so einen Wickelrucksack, der ist eigentlich total gut. Da passen die gut rein. Oder in so ein Windelmäppchen. Zeige ich euch aber auch nochmal im Erstausstattungsvideo. Die habe ich zweimal genommen. Braucht man immer. Und dann nochmal so ein ganz kleineres Paket. Das tue ich mir einfach. Ja, das benutze ich jetzt für meine kleinen Dreckspätze. Denn die brauchen auch immer noch fleißig Feuchttücher. Dann wollte ich die mal ausprobieren. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr damit Erfahrung habt. Das sind von Pampers Feuchttücher. Und die sollen irgendwie fast oder komplett nur aus Wasser bestehen. Fand ich sehr spannend, weil dann spare ich mir nämlich auch die Brotdose und kann die halt mitnehmen. Da bin ich richtig gespannt drauf. Dann habe ich mir aus diesen Kleingrößenabteilung habe ich mir nochmal diese Calendula von Weleda genommen. Das ist so eine Popo-Creme für einen wunden Po. Und auch von der war ich immer sehr begeistert. Und ich brauche echt nur so eine kleine, weil man braucht nicht viel. Und für die Wickeltasche einfach perfekt die Größe. Dann kommen wir mal zum Wochenbett. Da braucht man natürlich, ne, ihr wisst, was jetzt kommt, Binden. Und da ich seit Jahren keine Binden mehr benutzt habe, war ich total überfordert irgendwie bei diesem Regal. Und habe irgendwie so einfach eine komplette Auswahl mitgenommen. Einfach einmal die, da habe ich jetzt auch nichts Teures genommen. Diese hier und einmal diese Nachtdinger. Die fand ich gut, weil die einzeln verpackt sind und ich dachte, vielleicht nehme ich mir ein paar mit ins Krankenhaus von den kleineren. Denn ich hasse diese großen Binden. Deswegen zeige ich euch nämlich auch solche, weil jetzt wird es privat. Bei mir war der Wochenfluss nicht so extrem und da brauchte ich diese Riesendinger einfach nicht. Und war immer zufrieden einfach mit ganz normalen Binden und deswegen habe ich jetzt hier so einen kleinen Vorrat. Muss ich wahrscheinlich aber dann auch nochmal ein paar Sachen nachkaufen. Aber ich war schon ziemlich überfordert bei diesem Regal. Da gibt es ja unendlich viele Sachen und wenn man fast 5 Jahre seine Tage sozusagen nicht hat, einmal dazwischen jetzt, ja. Aber dann habe ich, ja, ihr wisst. Dann habe ich mir fürs Krankenhaus 2 Haarkuren mitgenommen. Ja, ich plane 3 Tage da zu bleiben. Vielleicht gehe ich auch am selben Tag. Ich bin so unentschlossen im Moment. Aber bei Louis musste ich eine Woche da bleiben, deswegen habe ich mir 2 mitgenommen. Ja, fürs Haarewaschen und diesen, ja, finde ich einfach praktisch. Benutze ich sonst nicht. Aber fürs Krankenhaus die perfekte Größe. So, dann habe ich noch einmal Babypuder mitgenommen. Ja, auch einfach so ein ganz günstiges. Ich bin vom Babypuder ziemlich begeistert. Eigentlich habe viel auch probiert, was den wunden Po angeht. Gerade auch in der Zahnungszeit, da fängt es ja auch oft an. Aber auch am Anfang. Und ich muss sagen, Babypuder war da immer echt schon ein guter Helfer, weil das dann auch nicht so. Das hat einfach schnell geheilt und ja, kann ich euch wirklich empfehlen, am Wickeltisch zu haben. Und ja, ich benutze es teilweise sogar heute noch manchmal bei den Kindern. Dann habe ich 2 Babyöle benutzt. Eins für mich, eins fürs Baby. Das kommt zum Wickeltisch. Ich mag das hier sehr gerne. Das ist mit Salbeiextrakt und Sonnenblumenöl. Und ich benutze es bei den anderen beiden und bei mir. Allerdings, was viele auch falsch machen, oder was ich auch immer falsch gemacht habe, ich habe es auf trockene Haut aufgetragen. Und ich mache das jetzt nur noch auf nasse Haut und lasse es so ein bisschen einwirken. Und das ist für uns echt die beste Pflege. Meine beiden haben ja auch mit Neurodermitis zu kämpfen. Und ich habe so viel ausprobiert und das ist die günstigste und beste Variante, um die Haut zu pflegen. Und deswegen 2-mal. Dann habe ich mir noch 2 Zahnbürsten gekauft. Die kannte ich noch gar nicht. Ich habe da so ein bisschen rumgeguckt, sonst habe ich ja nicht so die Zeit. Ich war diesmal mal alleine unterwegs und habe da mal in Ruhe geguckt. Das ist einmal eine
Black Shine, weiß ich nicht, und eine Perfect Clean and White. Und eines fürs Krankenhaus und eines für jetzt hier zu Hause, welches mir eigentlich Lachs. Fürs Krankenhaus nochmal so ein paar kleine Wattestäbchen. Genau, die tue ich einfach mit in die Kosmetiktasche. Dann ein pH-neutrales Waschgel. Benutze ich auch seit ein paar Monaten und bin davon sehr begeistert. Das ist halt größtneutral, beziehungsweise es riecht, glaube ich, ein bisschen. Aber es ist halt für meine Haut, für unsere ganze Familienhaut, die beste Pflege im Moment. Und dann habe ich hier so ein kleines Mundspray. Ich dachte, das nehme ich mit in den Kreißsaal eventuell. Und ja, kann man irgendwie immer ganz gut gebrauchen, wenn man ein Baby hat. Eine kleine Zahnpasta fürs Krankenhaus. Für die Wickeltasche einmal so ein Hygienespray. Finde ich auch immer sehr, sehr praktisch. Für mein Auto ein Duft. Für die Kinder eine neue Zahnpasta von Elmix. Wir benutzen die, oder ich benutze die für die Kinder schon immer. Hab da auch ein paar andere Sachen mal ausprobiert. Aber irgendwie finde ich, ist das die beste Zahnpflege bei Kindern. Ein Klospray. Eine Handseife. Ich finde die ja immer sehr teuer. Ich wollte jetzt mal ausprobieren, die selber nachzufüllen. Aber diesmal habe ich jetzt nochmal eine gekauft. Für die Kinder ist es aber mega praktisch, dieser Seifenspender. Dann habe ich mir einen neuen Augenbrauengel geholt. Der ist von Essence und ja, den benutze ich schon, oh, ich weiß nicht wie viele Jahre. Aber der meiner ist jetzt leer und der sieht auch nicht mehr so gut aus. Und deswegen ein neuer. Für die Toilette habe ich nochmal WC-Frisch mitgenommen. Das sind meine Lieblings-WC-Steine, keine Ahnung was. Ich habe auch hier schon viel ausprobiert und kehre immer zu denen zurück. Dann für die Geburt ein bisschen Energie, Dextro Energy, packe ich mir in die Kreißsaaltasche. Ich mache so zwei verschiedene Taschen und dann kann ich die ein bisschen essen, falls der Kreislauf in den Keller geht. Dann habe ich mir fürs Krankenhaus ein Herbal Essences Shampoo gekauft. Habe ich ewig nicht benutzt, bestimmt, oh, ich weiß nicht, 8 Jahre oder so. Und dachte, probierst du es mal wieder aus. Und das wollte ich jetzt ins Krankenhaus mitnehmen, weil die Flasche nicht so mega groß ist. Aber eine kleine wäre zu klein für meine Haare, weil ich doch immer schon sehr viel Shampoo brauche. Für zu Hause habe ich mir das Shampoo nochmal geholt. Das hole ich mir öfter mal. Ich probiere da, oder ich, ja, bin da nicht so wählerisch. Und nehme da mal dies und mal das. Aber das ist eins, was ich öfter benutze, weil ich den Geruch einfach mag und ja, es pflegt schön. Ich muss halt immer nur gucken, weil irgendwann fängt meine Kopfhaut irgendwie an zu jucken und dann muss ich irgendwie wieder was Neues benutzen. Dann habe ich mir ein paar Masken mitgenommen, die nehme ich auch immer mit eigentlich, wenn ich in die Drogerie gehe. Einmal von dieser Heilerde Anti-Pickel-Maske und einmal Heilerde Anti-Pollution-Maske, keine Ahnung. Ich mag diese Heilerde-Masken mega gerne. Die tun meiner Haut immer gut und ich habe da auch schon viel ausprobiert und ja, das sind meine Lieblinge. Und jetzt wollte ich nochmal so eine Hydro-Maske ausprobieren. Das ist nämlich von der selben Marke. Habe ich noch gar nicht gesehen. Und ja, Feuchtigkeit braucht man immer. Gerade danach nochmal, nach der Geburt. Dann habe ich mir so einen kleinen Spender hier mitgenommen. Ich habe mir zwei gekauft, einer ist schon in Benutzung. Da mische ich meine Öle selber zusammen, denn ihr seht, ich habe keine Gesichtspflege, denn ich kaufe keine Gesichtspflege mehr. Ich mache mir das komplett selber. Wenn ihr möchtet, mache ich mal ein Video dazu. Aber deswegen brauche ich so einen Pumpspender. Und eins ist jetzt meine Reinigung und da wird meine Pflege noch reinkommen. Ja, wenn es euch interessiert, sagt mir Bescheid. Für die Toilette feuchtes Toilettenpapier. Ja, brauche ich immer für die Kinder, weil es doch schöner ist, den Popo sauber zu machen. Und deswegen kommen die auch jedes Mal mit. Was auch jedes Mal mitkommt, sind diese Bodentücher. Ich liebe die fürs Badezimmer und für die Küche, weil da rutsche ich einfach auf den Knien über den Boden und wische den einmal sauber. Das ist für mich die beste Möglichkeit, den Boden schön gut und gründlich zu wischen irgendwie. Deswegen kommen diese hier auch immer mit. Dann habe ich mir so ein Swiffer-Kit geholt. Ich hatte nämlich einen Coupon. Wollte das schon öfter mal benutzen, denn irgendwie ist es im Moment sehr staubig hier. Und ich dachte, das ist ganz praktisch. Denn der Kinderwagen steht da und der Wickeltisch steht da. Und es ist halt nicht in Benutzung und staubt dann ein. Und dann dachte ich mir, so ein Swiffer-Kit ist ganz gut, da überall ein bisschen
rüber zu schliffern. Und ich wollte eins fürs Auto nehmen, weil das ist auch mega staubig. Und Fernseher und ihr wisst, wo überall Staub landet. Und ich mache das sonst immer mit Glasreiniger einfach und wollte das jetzt einfach mal testen. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Dann habe ich mir fürs Krankenhaus, ich stand da echt eine halbe Stunde vor diesem Kulturbeutelregal, habe mich jetzt für die entschieden, weil ich dachte, die ist sehr neutral, die hat eine gute Größe und das wird der Krankenhauskulturbeutel sein. Ich habe noch eine, ist aber nur für den Kreissaal. Ich mache ein Video, wenn ihr wollt, dazu zu der Kliniktasche, denn ja, da bin ich auch schon ein bisschen organisierter nach zwei Kindern. Genau, und die hat 5,99 € gekostet und ich dachte, das ist irgendwie so die perfekte Größe. Hier passt das Shampoo gut rein und die ganzen, ja, Q-Tips und was man so braucht, so viel werde ich gar nicht mitnehmen und ja, deswegen wollte ich so ein Riesenteil mitnehmen. So, dann habe ich mir noch dreimal Veet Kaltwachsstreifen geholt. Ich habe da auch schon einige ausprobiert, auch Eigenmarken, da war ich nie so begeistert von und deswegen habe ich jetzt wieder die von Veet genommen. Auch von denen bin ich nicht zu 100% überzeugt. Also ich mache damit nur meine Beine und meine Achseln. Und das wollte ich jetzt so kurz vor der Geburt nochmal machen. Ich habe es vor kurzem gemacht und es hält wirklich gut und lange. Das heißt, ich muss ja nur ein paar Mal wieder drüber rasieren. Und dann sind die Haare wieder, sind die Beine einfach glatter und schöner. Aber sie ziehen nicht zu 100% die Haare raus. Also ich weiß nicht, was ich da falsch mache, aber zufrieden bin ich nie, aber trotzdem sind das die besten. Dann habe ich mir einen Stil-BH geholt. Ich wollte eigentlich einen schwarzen, habe jetzt aber einen weißen, denn ich hatte die bei den anderen beiden auch mal gehabt und war mit denen ganz zufrieden. Ich habe jetzt Größe 80B geholt und ich bin mir nicht sicher, ob er passen wird. Aber meine Brüste sind nach zwei Kindern halt auch schon, da ist die Luft einfach raus, muss man jetzt ehrlich so sagen. Und ich weiß nicht, ob die nochmal so richtig explodieren, da muss ich mir nochmal einen holen. Aber ich habe noch zwei. Und deswegen schauen wir mal, ne? Da habe ich mir noch so einen kleinen Deo-Roller geholt. Fand ich irgendwie ganz süß. Und packe ich einfach auch in die Kosmetiktasche. So, jetzt ging der Akku gerade leer. Und deswegen drehe ich jetzt die letzten Teile nochmal schnell ab für euch. Ich habe noch gekauft einmal Hygiene-Desinfektion-Handgel für den Kinderwagen. Oder für die Wickeltasche. Einfach zum Dranhängen. Finde ich immer sehr praktisch. Und genau. Dann noch eine Mundspülung fürs Krankenhaus. Ja, kann man auch immer gebrauchen. Und ich habe mir Notizzettel gekauft, denn ja, ich vergesse seit dieser Schwangerschaft so viel. Also, das gibt's nicht. Und wir hatten keine mehr, denn ich habe schon sehr viel aufgeschrieben in letzter Zeit. Und genau, da werde ich auch ein paar Sachen draufschreiben, die ich packen muss oder ja, die ich noch besorgen muss. Aber eigentlich habe ich alles. Ja, eigentlich habe ich alles. Aber Notizzettel brauche ich irgendwie im Moment immer. Und dann habe ich noch so eine Windeltasche, so ein Windelmäppchen geholt. Das gab es bei Rossmann, fand ich irgendwie ganz cool. Es hat halt so ein paar kleine Fächer. Ein großes für die Windeln und einmal eins für die Feuchttücher. Bei solchen Sachen wünschte ich mir manchmal, das hätte es schon früher gegeben. Also ich finde, was es im Moment so für Babys gibt oder für, ja, für Kinder, das entwickelt sich immer weiter. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von diesem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr könntet ein paar Sachen euch notieren, die ihr vielleicht auch noch besorgen müsst. Wichtig ist immer nicht zu eskalieren und ja, einfach nur das Nötigste zu kaufen, das andere. Das bekommt ihr auch noch so. Die Welt wird nicht morgen untergehen. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal.